Hallo zusammen. In dem ersten Erklärvideo soll es um den Sinussatz gehen. Bisher ging es, was Trigonometrie angeht, immer um rechtwinklige Dreiecke. Bei diesem Dreieck seht ihr weder rechte Winkel, noch ist es irgendein besonderes Dreieck, was die Seitenlängen angeht, also kein gleichseitiges, kein gleichschenkliges Dreieck, sondern die drei Seitenlängen sind auch völlig beliebig. In einem beliebigen Dreieck sagt der Sinussatz nun aus, dass der Sinus von Alpha ins Verhältnis gesetzt zur gegenüberliegenden Seite A genauso wie der Sinus von Beta zur Seite von B und der Sinus von Gamma zu C, dass diese Verhältnisse letztlich immer übereinstimmen, also gleich sind. Genau das Gleiche gilt natürlich, wenn man die Verhältnisse umkehrt, also A ins Verhältnis setzt zum Sinus von Alpha oder B ins Verhältnis von Sinus von Beta und genauso C ins Verhältnis zu Sinus von Gamma. Auch dann gilt, dass die Verhältnisse untereinander natürlich identisch sind. Das heißt, letztlich ist darauf zu achten, dass ähnlich wie bei den vier Streckensätzen, wo es auch darum ging, immer die richtigen Strecken zueinander ins Verhältnis zu setzen, dass hier in der oberen Zeile und hier in der unteren Zeile immer letztlich die zueinander passenden Einträge vorhanden sind. Doch warum ist das eigentlich so? Beschäftigen wir uns kurz mit einer Herleitung für den Sinussatz. Ich habe dieses beliebige Dreieck zerlegt durch Einzeichnen der Höhe HC in zwei rechtwinklige Dreiecke. In diesen beiden rechtwinkligen Dreiecken kann ich zweimal den Sinus anwenden. Einmal ist der Sinus von Alpha die Höhe HC zur Seite B, der Sinus von Beta ist auch HC, aber zur Seite A. Durch Umformungen, also zum Beispiel hier Multiplikation mit B und hier die gesamte Gleichung mit A mal nehmen, erhalte ich zwei weitere Gleichungen, nämlich HC ist Sinus Alpha mal B und HC ist aber auch Sinus Beta mal A. Genau das gleiche Vorgehen, noch einmal mit dem beliebigen Dreieck, aber diesmal zerlegt durch die Höhe HA, auch wieder in zwei rechtwinklige Dreiecke. Auch hier kann ich wieder zweimal den Sinus verwenden. Einmal in diesem kleinen rechtwinkligen Dreieck den Sinus von Gamma, der sich zusammensetzt aus HA zu B. Und in dem anderen entstandenen Teildreieck Sinus Beta ist gleich HA zu C. Und wie in der Situation zuvor erhalte ich durch Umformen wieder zwei weitere Gleichungen, nämlich HA ist gleich Sinus von Gamma mal B und HA ist gleich Sinus von Beta mal C. Nun arbeiten wir weiter mit den erhaltenen Gleichungen. Könnt ihr euch erinnern, das hier aus der ersten Situation, das hier aus der zweiten Situation. Die erste Situation werde ich jetzt mit euch weiterhin durchführen. Den zweiten Weg hier, der ist für euch selbst zum Durchprobieren. Ich habe hier nochmal die beiden Gleichungen, die ich für HC erhalten habe, übertragen. Und wenn ich jetzt feststellen kann, HC und auch HC, das heißt, wenn die linken Seiten dieser beiden Gleichungen identisch sind, müssen das auch die rechten sein. Dementsprechend kann ich notieren, Sinus von Alpha mal B ist genauso auch Sinus von Beta mal A. Forme ich das Ganze nun um, indem ich durch A bzw. auch gleich durch B teile.
So erhalte ich Sinus Alpha durch A ist gleich Sinus Beta durch B. Habt ihr dann nun selbst den anderen Weg durchgerechnet, erhaltet ihr Sinus von Beta durch B ist gleich Sinus von Gamma durch C. Und ihr könnt letztendlich aus diesen zwei verschiedenen Ergebnissen eine Gleichungskette bilden, und zwar den kompletten Sinussatz. Sinus von Alpha durch A verhält sich genauso wie Sinus von Beta durch B und auch Sinus von Gamma durch C. Zum Abschluss nochmal der Sinussatz ein bisschen zusammengefasst, vielleicht mit anderen Worten nochmal ausgedrückt. Es ist mir wieder wichtig, dass ihr euch nicht nur an den Bezeichnungen aufhängt und die Bezeichnungen auswendig lernt, sondern wieder im Hinterkopf habt, was heißt es eigentlich, dieser Sinussatz? Dass der Sinuswert eines Winkels ins Verhältnis gesetzt zur seiner gegenüberliegenden Seite genauso groß ist wie der Sinuswert eines anderen Winkels zu dessen gegenüberliegender Seitenlänge. So, das war der erste Versuch eines Erklärvideos. Ich hoffe, es bringt euch letztlich was. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen. Dankeschön, bis bald.